Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ach du Scheiße, was ist denn da gerade passiert? Jo Jungs, wir sind wieder back am Stützel und ich weiß nicht, was hier in Berlin los ist, aber wir haben draußen Wetter, als wäre es Sommer. Ich bin heute aufgewacht und habe mir gedacht, holy shit, wie warm es ist. Ich habe mich gefragt, warum ich keine kurze Hose angezogen habe, weil es hier so unfassbar warm ist. Es ist unfassbar, wie warm es hier ist. Das erste, was wir jetzt direkt zu Folgen anfangen, machen und stopp, bevor ich euch irgendwas sage. Ich habe jetzt übrigens 5 Wochen frei. Hat glaube ich jeder jetzt. Wir haben unendlich viele Aufgaben bekommen. Ich bin in der 10., mache momentan meinen Abschluss und deswegen haben wir auch unendlich viele Aufgaben bekommen, was ich aber auch gut finde. Glücklicherweise sind die Aufgaben momentan nur für die Prüfungen, heißt, ich kann mich da komplett drauf konzentrieren. Top. Ja, heute geht's dann wahrscheinlich, also heute wird in der Folge sau viel passieren, weil ich sau viel Zeit habe und heute auch einiges machen möchte. Erstmal, ich war zwischen den Folgen hier mal kurz was eingeblendet. Zwischen den Folgen einmal mit den Villagern traden und dann habe ich noch unsere ganzen Picken repariert. Die Picken sind da unten und ich habe gleichzeitig bei dem Villager traden neue Picken gemacht. Die sind hier. Hier haben wir nämlich immer die gleiche Picke, weil ich hatte keinen Villager, der eine bessere Picke getradet hat, außer die. Davon habe ich schon ein paar zusammengefügt. Die sind hier und schon, glaube ich, 3 Stück fertig gemacht. Die sind da unten. Die haben Reparatur, Glück oder Behutsamkeit und halt Effizienz 5 und Haltbarkeit drauf. Außerdem will ich heute unten übrigens noch den Raum weiter ausheben, um einiges weiter ausheben, also wirklich richtig viel weiter ausheben, aber das kommt später. Ich will jetzt erstmal, weil mich das gerade so angekotzt hat und die Lex kotzen mich hier auch schon wieder an, weil mich das gerade so angekotzt hat, diese ganzen Kisten, die hier stehen, da hinten stehen auch noch welche, da oben ist ganz viel, was weg muss. Ich will das hier erstmal alles ein bisschen aufräumen, ein bisschen putzen, würde ich es fast nennen. Und ich würde sagen, das mache ich ganz kurz und wir sehen uns gleich wieder. Hier sind übrigens auch alle Schalker-Kisten voller Crap-Stuff. Ich habe von da unten auch alles schon mal hochgeholt und das muss alles sortiert werden. Es ist traurig, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. Ja, hier ist jetzt einiges passiert. Ihr werdet es gerade gesehen haben. Ich habe da oben die Bäume abgebaut und... Oh nein. Ich habe hier die Bäume abgebaut, habe einmal eine Menge an Kisten... Ah, komm. Ah, super. Eine Menge an Kisten umgesetzt. Also wir haben hier jetzt eigentlich keine Kistenlose mehr rumstehen, außer die da. Und das ist ja unser zweites kleines Lager, würde ich behaupten. Und ja, dann habe ich noch, weil es mich so absolut getriggert hat, ich habe hier noch ein paar Kisten dazugestellt und habe alles sortiert. Habe hier noch Amben drunter gesetzt, so auf ein bisschen schön und so. Ne, ihr wisst Bescheid. Hier sind jetzt alle unsere Crap-Kisten. Also da ist wirklich nur Crap. Und warum zünden mich die Zombies immer wieder an? Unfassbar. Hier ist einfach nur Crap drin, irgendwelcher Stuff, den ich hier einfach reingeworfen habe, wo ich weiß, dass ich ihn nicht unbedingt dringend brauchen werde. Und ja, hier haben wir unsere Enderkiste nochmal sortiert. Hier sind dann alle möglichen Schalkerkisten. Hier ist die Schalkerkiste. Die Schalkerkistenkiste. Und hier haben wir dann Bruchstein und normalen Stein bisher. Ich denke aber mal, das Lager hier müssen wir noch erweitern, weil bei dem, was wir heute noch ausheben werden, wird das... Ah, ich weiß, ich bin mir echt nicht sicher, ob es reicht. Ich sollte auch noch ein paar Schalkerkisten mit runternehmen. Beziehungsweise auch noch ein paar Kisten an sich, dass ich hier nicht 10-mal am Tag hochrennen muss, sondern wirklich erstmal genug unten habe. Denn heute soll es hier drum gehen. Wir haben ja in der letzten Folge hier unseren Kreis geplant. Mir ist auch schon aufgefallen, dass es ein bisschen doof war, dass ich es nicht einfach auf der Höhe geplant habe, wo wir, dann runterbauen müssen, weil ich jetzt gucken muss, wie ich das hier mache, dass ich von den Blöcken, von der Umrandung her, nach oben hin gleich bleibe, weil ich ja nicht nach
nach unten aushebe, sondern im Prinzip jetzt hochgehe und dann nach unten und nicht alles nochmal neu planen will. Hier haben wir auch übrigens einen Slime-Chunk. Ich weiß gar nicht, ob ich das gestern erwähnt habe. Wir haben hier einen richtig dicken Slime-Chunk. Den werde ich wahrscheinlich nicht benutzen als Farm, weil mir der hier einfach nicht hinpasst. Das ist einfach, der passt halt einfach nicht. Heute möchte ich anfangen, erstmal alles nach oben auszuheben. Ich will erstmal mit 20 Blöcken anfangen und danach weiter gucken und die dann hier ausheben. Wird eine ganz schöne Arbeit, allein die Umrandung jetzt hier hochzuziehen, wird eine noch größere Arbeit, weil ich, um ehrlich zu sein, noch keinen Plan habe, wie ich das machen soll, dass das hier alles auch, ganz einfach gesagt, weiß ich nicht, wie ich den Kreis nach oben hin so ausheben soll, dass ich im Kreis bleibe und hier nicht über die Umrandung trete. Nur halt, das hier ist wirklich, Alter, das ist, das dauert richtig ewig, das wird richtig, richtig lange dauern. Aber dafür, sobald ich halt einmal dann oben bin mit dieser Umrandung, kann ich wirklich Nidel rein, Alter, und dann geht's hier mit dem Ausheben los, wie nichts anderes. Und dann ist es, denke ich, innerhalb von 1-2 Stunden, wenn überhaupt, sollte das hier gemacht sein. Ja, Leute, ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der Timelapse wieder. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, bis gleich, Leute, bis gleich. Wow. Ach, das lief gar nicht gut, Alter. Oh nein, Leute, ich war gerade... Oh mein Gott, ich muss gerade pullern. Ich war gerade farmen, um Gerüstblöcke zu farmen für den Dings und... Oh nein. Oh nein, geh weg, Alter. Geh weg. Um Gerüstblöcke zu farmen, damit wir da ordentlich unten bauen können. Und jetzt bin ich gestorben, wie ihr gerade gesehen habt, vermutlich. Und beim Landen mit der Elytra, keine Ahnung, wie sowas passieren kann, Alter. Und jetzt sind 12 Level weg, aber die 12 Level waren nicht wichtig. Und jetzt liegt mein Stuff da. Es ist Nacht und ich muss schauen, dass ich schnell dahin komme, Alter. Nicht, dass er despawnt, aber ich denke mal, es sollte rechtzeitig möglich sein. Oh, das war der dümmste Tod schon wieder. Ich wollte farmen und danach wollte ich euch die Timelapse zeigen. Und jetzt passiert sowas, Mann. Einfach verreckt. Einfach, wisst ihr, ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich dachte mir halt so, hä, was ist jetzt denn passiert, Alter? Oh nein. Schnell, 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 schnell. Ja, ja, und da ist unser Stuff, oder? Da müsste der Stuff liegen. Alter, ich bin aber auch aufgeklatscht, Junge. Puh. Glück gehabt, so, da haben wir den Stuff. Okay, dann würde ich jetzt sagen, ich habe jetzt genug Gerüstblöcke. Ihr seht es hier schon, hier habe ich noch eine relativ volle Stärkekiste mit Gerüstblöcken. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder nach der Timelapse. Viel Spaß, Leute.
Leute, es ist jetzt unendlich viel Zeit für mich vergangen. Ich will eigentlich gar nicht ausrechnen, wie lange ich jetzt hier alles fertig gemacht habe, alles gefarmt habe. Ich habe am Ende sogar für die Planung hier für den Kreis, dass wir den hier oben haben, nicht unsere, wie geplant eigentlich, die Gerüstblöcke dort unten benutzt, sondern habe den Kreis hier oben nochmal abgebaut. Also wirklich abgebaut von meinem Kreisgenerator. Und ja, jetzt bin ich hier, es donnert draußen, Alter, wie sonst was. Aber das haben wir jetzt geschafft. Es ist unfassbar viel. Es ist so unfassbar viel. Wir haben jetzt hier die ganzen Chests hier sind alle fast voll, also fast wirklich komplett voll mit Stuff. Wir haben die ganzen Picken leer gemacht, die muss ich jetzt auch erstmal wieder reparieren und wahrscheinlich gleich neue machen. Eine Picke ist mir wieder aus Versehen kaputt gegangen, weil ich aus Versehen nicht drauf geachtet hatte. Ich will gar nicht wissen, wie viel Stein wir heute abgebaut haben insgesamt. Das ist unfassbar und ich kann euch mal, um die Ausmaße nochmal ordentlich zu zeigen. Wir müssen im Prinzip dort oben ist jetzt unser Raum und das ganze Stück hier müssen wir noch abbauen. Also es ist noch unfassbar viel. Aber ich glaube, dafür wird sich das am Ende lohnen. Hier unten sieht es jetzt übrigens so aus. Bin mir wirklich ziemlich sicher, dass es sich lohnen wird. Wenn man jetzt hier kommt, müsst ihr euch vorstellen, dass dort oben unser Raum ist. Und ich kann mir das schon krank vorstellen. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass das hier nicht die Endtür sein wird, sondern wir noch mit dem Raum, wie gesagt, noch ein Stück höher gehen eventuell. Das muss so ein Raum werden, wo ihr reinkommt und ihr einfach denkt, WTF, was ist da passiert? Ihr kommt da rein und guckt und denkt euch, wie? So muss das werden. Genau so muss das werden. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Es ist riesig. Es wird riesig. Wir werden noch unfassbar viel Zeit da reinstecken. Unfassbar viel Zeit, um allein die Blöcke abzubauen, die wir hier haben. Ich habe auch Gerüstblöcke gefarmt. Das habt ihr ja gesehen, als ich da gestorben bin vorhin. Die habe ich jetzt nicht alle benutzt. Ich habe wirklich nur hier einen Kreis hochgezogen und wollte es erst eigentlich so machen. Aber habe ich dann am Ende doch gelassen und es einfach auf meine Weise gemacht. Ich werde auf jeden Fall zwischen den Folgen, zwischen dieser und der nächsten, nochmal die ganzen Kisten ausleeren. Auf jeden Fall denke ich nochmal Level Farm oder wir machen es doch in der nächsten Folge am Anfang des seht ihr dann definitiv alles. Und ja, ich habe ja jetzt 5 Wochen frei. Nächste Woche bin ich zwar noch sehr, sehr viel bei meiner Freundin, sehr wahrscheinlich. Heißt, da werde ich nicht allzu viel hier machen. Aber danach habe ich genug frei. Danach will ich das Projekt hier nochmal richtig voranbringen in der Zeit, die ich dann habe. Nochmal richtig weiterkommenden Fortschritt machen, wie sonst was. Am liebsten wäre es mir dann, wenn wir hier wirklich alles ausgehoben haben und vielleicht sogar schon mit den Wegen, wo dann die Farmen reinkommen, angefangen haben. Ihr habt ja den Plan auch schon gesehen. Ich blende ihn hier nochmal ein. Vielleicht kann man sich das jetzt so ein bisschen besser vorstellen. Hier, das hier ist die Treppe, die dort runterführt. Wäre hier dieser Punkt, wo im Prinzip die Treppe rumgeht in den Kreis. Und das hier ist der Kreis. Und hier gehen bisher, wie ihr seht, noch keine Wege irgendwie weg. Der ist noch nicht fertig ausgehoben. Und ich denke mal, spätestens jetzt müsste man die Planung, die ich in Folge 100, lass mich nicht lügen, 110, 109, 111. Irgendwo da habe ich euch die Planung ja gezeigt. Und ich denke mal, jetzt kann man sich das alles schon mal ein bisschen besser definitiv vorstellen. Ja, ich denke mal, in den nächsten Folgen werde ich euch auch noch ein paar Storys erzählen, weil ich war ja in England und davon habt ihr eigentlich, ich habe euch eigentlich kaum was erzählt. Ich habe euch nur so die anderen Seiten erläutert, aber noch nicht so die Geschichten, das, was ich euch mitgeben könnte darüber, wenn ihr mal so eine Auslandsreise oder so macht. Das habe ich euch hier gar nicht alles erzählt. Das kommt auf jeden Fall noch. Ja, ich hoffe, das Video ist nicht zu kurz. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder um 17 Uhr in 3 Tagen. Bis dann und ciao, meine Freunde.